Ein besonderes Dankeschön am heutigen Nachmittag gilt aber der Löschgruppe Stahle. Die angesprochenen Werte werden hier genau seit 90 Jahren gelebt. Und das mit großem Erfolg. Sie können wirklich stolz auf sich sein und auch auf Ihre Vorgänger. Ihnen allen gratuliere ich sehr herzlich zum heutigen Ehrentag. Ich verbinde damit den Dank für herausragende Leistungen, die einzelne Betroffenen, aber auch der Gemeinschaft insgesamt zugute gekommen sind. Ihre Bereitschaft, liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, ist unser Ruhekissen. Gäbe es sie nicht, würden wir alle schlechter schlafen. 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stahle umreißen einen Zeitraum, der mehrere Generationen einschließt. Mehrere Generationen Feuerwehrangehöriger, aber auch mehrere Fahrzeuggenerationen. Angefangen mit der alten Handspritze der Gemeinde Stahle wurden in den folgenden Jahren Ausrüstung und Fahrzeuge immer wieder der Zeit angepasst. Mit dem neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 beginnt in diesem Jahr eine neue Fahrzeugära in der Löschgruppe Stahle. Auch dieses Fahrzeug wird Ihnen bei den Einsätzen hilfreich zur Seite stehen. Davon bin ich fest überzeugt. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Feuerwehren gelten weiterhin als eine der ältesten und qualifiziertesten Bürgerinitiativen in unserer Stadt. Dieses Jubelfest ist ein würdiger Anlass der Freiwilligen Feuerwehr Stahle, für ihre Dienste am Einzelnen und an der gesamten Gesellschaft öffentlichen Dank auszusprechen. Ich tue dies gern und mit voller Hochachtung und hoffe, dass Ihr Vorbild und Beispiel weiter wirken möge. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und uns allen ein paar frohe Stunden hier im Weserdorf Stahle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.